Die Stadtwerke als Gastgeber für den Global Energy Award, ist man da ein bisschen stolz? Ja, selbstverständlich. Das ist ein Award, der seit vielen Jahren vergeben wird. Und jetzt sind wir froh, dass wir ihn auch erstmalig in Klagenfurt haben. Und was kann man da erwarten? Wer macht da alles mit? Also wir können uns sehr viele spannende Projekte erwarten. Aus dem öffentlichen Bereich, aus dem Schulbereich. Leute, die sich wirklich neue Ideen überlegt haben. Dinge, die wir in den nächsten Jahren vielleicht auch umsetzen werden können. Also es wird spannend. Ihr habt es in der Kategorie Erde gewonnen. Wie schaut das Projekt aus? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz stolz auf den Standort des Bildungszentrums Erntal und vor allem auch auf meinen Kollegen, den Herrn Ingenieur Pfeiler, der sich da mit unseren Schülerinnen und Schülern ganz tatkräftig in dieses Projekt hineingearbeitet hat. Ja, danke vielmals. Wir haben versucht in der Schule mit unseren Schülerinnen und Schülern Eichen zu klonen, sprich zu veredeln, um sie so dann für Plantagen bereitzustellen. Und jetzt im Herbst ist, wie gesagt, die Kinderstube vorbei. Sie werden jetzt ausgepflanzt und kommen in die Plantagen und werden dann hoffentlich in 7 bis 8 Jahren die ersten Erträge bringen für die Forstbaumschulen. Und dort werden dann die Jungpflanzen für ganz Kärnten produziert als klimafeste Eichen für unsere Wälder. Vielen Dank.